Falls ihr nach dem richtigen Programm sucht, um eure YouTube-Karriere zu starten, habe ich vielleicht genau das Richtige für euch. Ich präsentiere Filmora 9. Das seht ihr im Hintergrund, wunderbar clean Oberfläche, sehr übersichtlich, sehr viele Features. Zum Beispiel Game Recordings. Wir können einfach das Spiel, das wir aufnehmen wollen, mit dem Programm direkt aufnehmen. Gleichzeitig können wir auch Sachen machen wie Webcam, da bin ich, Hallöchen. Und es gibt jede Menge Filter. Zum Beispiel hier die ganzen Titel, die ganzen Lens Flares und so weiter und so fort. Oh, Greenscreen gibt es übrigens auch. Filmora 9 hat eigentlich alles, was braucht. Link unten in der Beschreibung. Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BMG. Wir befinden uns heute auf einer neuen Map, und zwar auf Moltofino. Da steckt ein Wagen drin. Auf Moltofino, die stecken wohl 250 Stunden Arbeitszeit dahinter. Also mal schauen, wie die ist. Nie ausprobiert. Link ist unten in der Beschreibung. Und ihr habt ja gesehen, die Werbung war da, die Pre-Roll-Ad, von der ich ewig lange gesprochen habe. Das war einer. Vielleicht kommt irgendwann irgendwie in einem Monat noch ein zweiter, das weiß ich noch nicht. Aber die kam auf jeden Fall. Und, wie versprochen, ich habe es euch versprochen, ich hole mir. Okay, der verfolgt uns. Ich hole mir das Lenkrad. Die Sache ist nur. Ich brauche noch einen Schreibtisch. Der Schreibtisch, der braucht einen Wagen. Und ich sollte eigentlich diese Woche einen Wagen haben, aber jetzt verzögert wahrscheinlich auf nächste Woche. Keine Sorge. Wir haben bald das Lenkrad. Okay? Ich halte mein Versprechen. Weil es nochmal darum geht. Und ja, aber danke, dass ihr mir erlaubt, die Werbung dazu schalten. Das ist durchaus hilfreich. Und ja, übrigens außerdem mittlerweile auf dem Kanal jeden Tag 14 Uhr Need for Speed Heat ist online. Der erste Part ist da oben rechts, ist der Link. Und ja, nein, Need for Speed Teil immer gar, holy shit, immer ganz interessant, wenn ihr da reinschauen wollt. YouTube hat natürlich gemeint, hey, es muss mein Thumbnail erstmal nicht speichern, deswegen waren die ersten 3 Stunden kein richtiges Thumbnail da. Aber egal. Wir gucken uns jetzt Moltofino mal an. Wir hatten hier gerade den Caprice genommen. Und eigentlich war das die. Na, wo war's? Welche Variante hatte ich? Die Sedan Grand Sport, aber das ist eine Drag-Variante. Und das war ein bisschen meh, weil ich wollte keine Drag-Variante, ich wollte eine Sport-Variante. Wow, okay, Polizei, alles gut. Hä? Ich kann mich aber reloaden. BRZ. Wir. Sehr willkommen in dem Gebiet. Wir wollen mal dafür sorgen, dass wir. Irgendwo sind, wo wir. Okay, da hat es ein bisschen Wagen gestorben. Werfen wir mal kurz einen Überblick auf die Map, oder? So, wir haben hier. Was ist da? Ein kleines Rennstreckengebiet. Also, wir haben. Nee. Ich dachte, das soll eine Pit Area sein. Weil das hier ist definitiv, das sind definitiv Pitboxen. Seht ihr, wie sich ab und zu ein englisches Wort reinschleicht? Es kommt einfach davon, wenn man woanders lebt. Aber ich bin noch erstaunlich gut in Deutsch. Ich hätte gedacht, dass ich zum einen nicht schlechter bin, weil mein Deutsch ist sowieso nie extrem geil gewesen in den letzten Jahren. Das war schon immer problematisch. Aber es hat nicht so viel Einfluss. Wir haben eine alte Burg. Das sieht interessant aus. Wir haben die Ruinen aus, nee, sind es die aus Utah? Von der Utah Map? Nee. Aber es gibt irgendwo einen Dragstrip. Wir haben keinen Tunnel. Okay, der ist zu. Das ist eine sehr interessante Map. Die hat ziemlich viel Variation. Sorry für die komischen Kamerafahrten hier. Wir haben die Burg aus Utah. Das ist die Time Map. Oh, und das ist der Dragstrip. Oh, wir haben eine richtig schön lange Dragstrecke. Oh, nicht ins Wasser vielleicht. Nehmen wir auch noch nicht. Und am Ende haben wir. Das heißt, hier können wir kurz gute Topspeed-Tests machen. Wollen wir mal dahin fahren, oder? Okay. Wo dann geht's? Wir müssen hinter der irgendwo da in die Richtung, die ich gerade geschaut habe. So, wir werden unser STI-Konzept hier ausfüllen. Also es ist vom Aufbau auf jeden Fall sehr ähnlich der Italien-Map. Aber das ist ja gar nicht schlecht, die ist nämlich ganz cool. Einzige Sache an der Italien-Map. Oh! Sorry! Rückwärtsgang! Danke! Okay, Vorwärtsgang! Vorwärtsgang! Au! Puh! Der hat ein bisschen früher im Wechsel drin, aber egal. Rum, kurz ein Bautab und irgendwas abhauen, weiß nicht, das war vielleicht der Spiegel. So, dann driften wir hier mal weg. Und dann hier rechts bestimmt. Gerade so geknappt, geschafft. Einfach mal gerade aus abhauen. Oh, hallo. Definitiv so geplant. ihn juckt's nicht. Der Feature muss uns ausweichen. Ich denke mal hier irgendwo rechts oder müssen wir lang? Drag Strip. Sind wir da?
Oh, guckt euch die Navigationsskills an. Nur weil wir es einmal angeschaut haben auf der Map. Au, oh, Fahrskills habe ich dafür aber nicht ganz so. Gebe ich zu. So, da haben wir es. Okay, wir hatten noch ein paar richtig krasse Varianten in den letzten Folgen oder so. Was waren da? Wir hatten irgendwas mit 15.000 gefühlt PS, nee, 1.500, aber was waren das? Was für eine Mod? Weiß ich gerade gar nicht. Verdammt. Warte, was ich mal ausprobieren will. Ja, ich will mal gucken, ob wir den GT500 noch mehr Power kriegen können. Nehmen wir mal, rot, blau, keine Ahnung. Nee, wir dann Orange Fury. So, ich will mal kurz die Engine Talk. Also wenn ihr irgendwelche AI-Sachen hinzufügen wollt, klickt ihr Escape, UI, nicht AI. Escape, klickt auf hier, Customize UI Apps, dann auf Plus in dem Fall. Dann wollen wir hier, Dino. Wo haben wir's? Jetzt nehme ich einen kleinen Dino. Wir wollen nicht Talk, wie viel PS er wissen. Ich weiß, PS ist nur eine Berechnung aus Talk, aber naja. So, dann wollen wir mal gucken, wie viel Power unser GT500 hier so macht. So, welchen GT500 zieht der Supercharger alleine 80 PS? So. Sport. Okay, macht ziemlich viel Torque, wir haben bei 1000 Pound-Feet. Ne, was die Torque ist, niedriger, nehmen wir 600, okay, wir haben 900. Ja, okay, da verstehe ich, warum wir mit 88 PS an den Rädern macht Sinn, dass wir durchaus ziemlich schnell sind hier im Spiel. Kommen wir zum Stopp? Nee. Aber die Sache ist, ich wollte gucken, ob wir Twin Turbos auf den Motor setzen können, auf den Predator Motor. 5,2 Liter V8, Stage 1, Stage 2, Intake, Stage 1 Supercharger. Wir haben Stage 2 Supercharger. Andere upgraden um den Motor herum, sprich wir brauchen einen Stage 2 Performance Long Block. Auspuff sollte okay sein. Wir nehmen glaube ich nicht die V6 Stock ECU. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben jetzt einen krasseren Blower drauf. Mal schön aufbauen. Puh. Das biket mich mal auf 1400 PS hoch. Oh mein Gott. 3000 PS. Oh, da verliere ich die Kontrolle. So, wir haben leider kein Timing hier. Also wir können nicht gucken, wie schnell wir sind. Das ist immer ein bisschen unübersichtlich. Also wir müssen die schwarze Linie... Da ist eine schwarze Linie. Und wir sehen sie mit unserem Torque. Okay, wir kommen jetzt gar nicht mehr an die... Nochmal. Kommen nicht mehr an die Kraft, die wir eben hatten. Das Bike ist einmal... Also kommen wir auf 1450 Pound-Feet Torque und immer so um die 1200 PS. Nicht schlecht. Also ich glaube, diese 2000 PS Spikes sind nicht wirklich sehr akkurat. Die Frage ist, können wir den dann aber auf der Straße fahren? Also könnten wir mit einem Lenkrad wäre es einfach, aber mit einer Tastatur. Mal schauen, wie das so geht. Puh, da cool ist hier. Seht ihr jetzt mal, wenn ich kurz aufs Gas tippe, sind das mal eben 800 PS. So, fahren wir hier rechts an. Aua. Ist das schon mal sehr praktisch. Und... Das seht ihr, die Reviews sind hier mittlerweile draußen auf den GT500. Und sie ist hier wohl ziemlich gut. Ford weiß, wie sie geile Wagen bauen. Oh, ich weiß, wie ich geile Wagen crashe. Aua. Okay. Das war's für uns hier. Ah, okay, das können wir nochmal machen. So, jetzt lässt uns noch nicht weiterfahren. Aber da haben wir richtig gegen angekämpft, da wollte der Wagen weiterfahren. Aber das Spiel hat uns festgehalten. Gehen wir vielleicht nochmal, einen normalen Drive. Damit wir hier mal ein bisschen entspanntere Getriebeeinstellungen haben. Aber okay, der fährt sich schlechter an Drive, finde ich. Sportmodus ist ja leichter zu fahren. Weil dann weniger Luft davon ist hier. Gefühlt. Okay, also der Wagen ist gerade für mich nicht wirklich fahrbar. Wenn wir ein Lenkrad haben, wird der fahrbar sein. Können wir vielleicht mal eine Nachschleifenzeit setzen. Versuchen zu jetzt mit 1200 PS, wird nicht so leicht. Aber die Map gefällt mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Das Ganze hat eine schöne Abwechslung, hat so ein bisschen von allem.
Und ja, auf jeden Fall eine nette Map. Ist, glaube ich, noch nicht annähernd fertig, aber das ist die 0.1er Variante. Also wird noch einiges passieren. Und ja, könnt ihr mir mal eure Meinung zu der Map unten in die Beschreibung packen. Danke, wie gesagt, dass ihr mir, dass es okay ist für euch, dass ich die Werbung schalte. Und Need for Speed Heat ist auf dem Kanal, das würde mich sehr freuen, wenn ihr da reinschaut. Weil ich bin auch, wenn ihr wissen wollt, ob das Spiel gut ist, ich bin ziemlich offen, was das angeht. In jedem Fall, ich sag da, was mir, sag da, was ich vom Spiel halte. Und ja, da kommt rein. Link ist gleich rechts. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Was kann das? Bis zum nächsten Mal. Ciao.